Hallo Leute, ich spiele jetzt eine Runde Flying Squirrel. Ich habe das größte Level, was ich geschafft habe, war 22. Schaffen wir vielleicht bis 30? Das Spiel habe ich schon ein Jahr nicht mehr gespielt, also heute hatte ich schon ein paar Mal gespielt, aber sonst ein Jahr nicht mehr. Vor einem Jahr habe ich den Level 22 geschafft. Ob wir heute ihn wieder schaffen? Was sagt ihr? Die Herzen geben an, wenn man von Stacheln gestochen wird, dann verliert man ein Herz. Und bei den Mäusen, wenn ihr selbst das Spiel heruntergeladen habt, das heißt Flying Squirrel, der sollte nie springen. Und das ist nur für Experten wie mich. Ja. Nicht unbedingt für Experten. Können auch Experten nutzen, aber ja. Sind schon fast bei Level 3. Noch ein bisschen. Im Fall Level 1 und 2 sind Baby leicht. Level 3 ist schon ein wenig schwieriger. Bin ich bei Level 3, juhu. Bisschen schwerer, aber nicht am schwersten. Am 4, Level 4 wird das Schwerere kommen. Fällt eh eigentlich jedem auf bei Level 3, dass es ein bisschen schwieriger ist. Okay, jetzt kommt Level 4. Mehr schwer. Ja, ich habe 4 Herzen. Mit 4 Herzen kann man viel anfangen. Stirbt man auch nicht so leicht. Wo muss man möglichst aufpassen bei den Stacheln, dass man nicht immer Herzen verliert. Herzen sind wichtig und sie können dir bei Level weiterhelfen. Und auch wegen den Herzen habe ich Level 22 geschafft. Und seid immer bereit, wenn ihr das Spiel spielt. Also der Stern, schau, ihr seht eh, dass der Stern, also wenn du die Stacheln berührst, der Stern schützt dich. Aber nur wenn du den Stern hast, sonst schützt. Okay, ja, ich habe noch Glück gehabt. Nichts gestochen. Darauf gleich mal. Das ist bequemer. Level 5. Juhu.
Und wie ich gesagt habe, beim ersten Level bei Mäusen ja nicht springen. Ihr verliert da nur Herzen. Wie ich klein war, habe ich dieses Spiel auch gespielt. Ich habe das Spiel schon ungefähr 7 Jahre auf meinem Handy oben. Also nicht auf dem, natürlich auf einem anderen. Und ich muss euch sagen, ich bin da immer gesprungen, wie ich kleiner war. Und das war ein bisschen blöd von mir. Okay, Level 6. Da musst du ein bisschen aufpassen beim Stacheln. 4 Herzen wie ich zu haben oder 5 oder sogar noch mehr ist super zu haben. Kann man erstens nicht so leicht verlieren. Da sollst du schon springen. Aber auf anderen Fällen nicht, wie bei Level 1 zum Beispiel oder ja, ab und zu. Da sollst du lieber auch nicht springen. Jetzt habe ich auch einen Fehler gemacht. Da könntest du springen. Versuch's. So. Das war ja auch der Flugversuch, der rettet. Der rettet dich, also wenn du fast stürzt ins Wasser. Aber immer kann er dich auch nicht treffen. Nur in eigenartigen Fällen. Das Spiel ist richtig cool. Ihr findet es im Play Store unter Flying Squirrel. Okay. Bin ich ja auch nicht die Beste in Englisch. Oh nein, ich habe jetzt nur noch ein Leben. Okay, ich habe jetzt verloren. Ich bin bei Level 7 stecken geblieben. Tschüss, Leute. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen.